darf ich Sie sehr herzlich im Namen von Rat und Verwaltung der Stadt Gefer heute im neuen und jungen Jahr 2015 vor unserem Rathaus sehr herzlich begrüßen. Ich danke zunächst dem Posaunenchor in Gefer unter der Leitung von Herrn Klaus Rebel für die musikalische Untermalung. Liebe Gäste, wir lassen uns den Blick nicht trüben. Es gibt viele gute Nachrichten für Deutschland, gute Nachrichten für Europa, gute Nachrichten in der Welt und auch gute Nachrichten in Gefer. Als da zum Beispiel sind, die Deutschen werden im Ausland als Wirtschaftswunderkinder betrachtet, als erfolgreiche Nation, als Motor in Europa. Die Zahl der Beschäftigten in Deutschland liegt ganz oben. Die neuen Schulden, die neu aufgenommenen Schulden in Deutschland liegen ganz unten. Das Wachstum in Deutschland ist zwar nicht berauschend, aber es ist immerhin ein Wachstum. Und unsere europäischen Nachbarn hätten sie gern, die sogenannten deutschen Sorgen. Wir sind erfolgreich und genießen dadurch internationale Anerkennung. Weder die Finanzkrise, auch nicht die Eurokrise haben die deutsche Wirtschaft dauerhaft aus dem Tritt bringen können. Wir sind Fußball-Weltmeister 2014. Eine großartige Leistung. Wir haben die deutsche Wiedervereinigung, den 25-jährigen Mauerfall, mit einem international beachteten Feierakt in Berlin gedacht. Würdig und hoch anständig. Und auch hier in Friesland und im kleinen, beschaulichen Gefer gibt es dazu gute, passende Nachrichten. Das Handwerk und der Tourismus sind verlässliche Motoren unserer heimischen Wirtschaft. Sie sind Jobmotoren. Das sind gute Gründe für Optimismus zum Jahresbeginn 2015. Warum also sollten wir zögern beim Jubeln? Warum sollten wir innehalten? Warum sollten wir nachdenken? Gibt es ein Aber? Kardinal Reinhard Marx, der Münchner Erzbischof, hat es uns in seiner Weihnachtspredigt 2014 gesagt. Er sagte, die Welt ist durcheinander geraten, stärker als zuvor. Er lenkt mit diesen zugleich nachdenklichen und auch kritischen Worten unseren Blick über den eigenen kleinen Tellerrand hinaus. Und in der Tat, im Kampf gegen das Unrecht, im Kampf gegen die Barbarei, im Kampf gegen die Unmenschlichkeit, erleidet das Recht, erleiden die Menschenrechte, erleidet das Völkerrecht weltweit immer schwerere Verluste. Rechtsleere Räume weiten sich aus. Wir befinden uns an vielen Stellen in der Welt in einem barbarischen Rückfall ins Mittelalter. Es sind nicht nur Syrien, Irak und die unmenschlichen IS-Terrormilizen, die uns Sorgen machen. Auch nicht nur Putin, Russland und die Ukraine. Oder auch nicht nur die vom Staat gedeckten Morde der Drogenmafia in Mexiko. Nein, es gibt auch andere beunruhigende Signale. Eines davon ist ein oftmals zu verspürender allgemeiner Umgang mit Andersdenkenden, mit Abweichlern, mit Protestlern, aber auch der Umgang mit demokratisch legitimierten Mehrheiten, die irgendwann nun mal eine Entscheidung treffen müssen und sie auch treffen werden, auch wenn es dann nicht jedem gefällt. Die Art und Weise, wie dann in solchen Fällen mit großem Druck, mit widerstandsbrechender Gewalt, wie mit unfairen Mitteln die demokratischen Grundrechte gefährdet werden, das ist beunruhigend. Und das gilt nicht nur für die weite, anonyme Welt fernab und draußen, das hat auch mit uns in Gefer zu tun. Ich möchte deswegen mal kurz zusammenfassen, was der Kern der Botschaft von Kardinal Marx für uns alle, also auch für uns hier aussagt. Ohne Anerkennung des anderen, ohne Respekt vor jedem Menschen gibt es kein friedliches Zusammenleben, nicht in nah und nicht in fern. Nehmen wir das alle bitte sehr ernst und kämpfen wir dafür. Kämpfen wir für Respekt vor Andersdenkenden, kämpfen wir für Toleranz vor anderen Meinungen und kämpfen wir um das ständige faire Ringen um den besseren Weg. Denn das sind die tragenden Säulen unseres friedlichen Zusammenlebens. Mit diesen Worten wünsche ich Ihnen allen ein gutes, ein erfolgreiches, ein neues Jahr 2015
mit Gesundheit, Wohlbefinden für Sie, für Ihre Freunde und für Ihre Lieben. Es gibt bereits alle guten Vorsätze, wir brauchen sie nur noch anzuwenden. Der Herr sei in dir, um dich zu trösten, wenn du traurig bist. Der Herr sei um dich herum, um dich zu verteidigen, wenn andere über dich herfallen. Der Herr sei über dir, um dich zu segnen. So segne dich der gütige Gott. So gesegnet seien Stadt und Land und alle Menschen, die darin wohnen. Amen.